sehr, sehr schön. Das Einzige, was gefällt, ist der Regen. Sonst hat man sich immer an den Regen gewöhnt und das Jahr war es fantastisch. Es hat mir auch sehr gefallen, dass es nicht mehr so lange Strecken waren pro Tag. Es waren 160 Kilometer. Man hat mehr Zeit, mit den Kollegen zusammenhocken, ein bisschen plaudern. Es war sehr, sehr gut organisiert. Überhaupt perfekte Organisation. Very, very interesting. We've really enjoyed it. Lots of really interesting cars and so beautiful. So you don't see all these cars around in England much, but they're really beautiful. Makes me proud that Britain produced such beautiful cars. Das war ein wunderbarer Anlass mit perfektem Wetter. Besser hätte man es nicht auslesen können. Spannende Auto, wunderschöne Fahrzeuge. Glaube alle Teilnehmer haben eine riesen Freude gehabt. Also das ist wie gesagt das 20. und für mich das 5. und wahrscheinlich auch das Beste, das darf man sicher sagen. Und jeder, der ein englisches Auto hat, kann ich den Anlass nur wärmstens empfehlen. Und denen, die keins haben? Ja, schnellstens ein Jaguar, ein Rolls-Royce oder ein Bentley kaufen, damit sie hier dabei sein können. No, è molto bella, è una cosa molto interessante. Avrei visto due modelli di macchine che mi piacerebbe, come dicevo l'amica, una per l'estate e una per l'inverno. Also, die hat mir sehr gut gefallen. Die ersten 20 Ausgaben sind gut gewesen und ich würde sagen, auf ein neues mit den nächsten 20 Ausgaben. Willst du das British Classic Car Meeting in einem Wort zusammenfassen? Awesome. Fantastic. Outstanding. Interessante ed elegante. Due. Die 20. Austragung des BCCM, British Classic Car Meeting St. Moritz 2013, ist zu Ende. Ich bedauere das natürlich sehr, weil wir haben eine unglaublich fantastische Veranstaltung erleben dürfen mit so vielen Fahrzeugen wie noch nie. Die Fahrzeuge, die hier waren, aber auch die Teilnehmer, die haben sich gezeigt, so offen, so herzlich. Und es freut mich riesig, dass wir einen so derart großen Erfolg haben dürfen hier in St. Moritz. Ich bedanke mich bei allen Unterstützenden, bei der Gemeinde natürlich, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freue mich, BCCM 2014 im Juli zum 21. Herzlichen Dank.